Die Bürger haben immer mehr den Eindruck von Beliebigkeit, wenn es um Aussagen der Naturwissenschaft geht. Und das liegt meines Erachtens am zunehmenden Einfluss von Weltanschauung und Politik auf die Naturwissenschaft. Ich möchte dieses Phänomen am vergleichsweise harmlosen Beispiel der Debatte um die kleine Eiszeit erläutern. Hallo liebe Leute, in der letzten Folge habe ich mich mit den Ursachen der kleinen Eiszeit beschäftigt. Die kleine Eiszeit war eine Phase sehr kalten Klimas, etwa zwischen 1500 nach Christus bis 1850 nach Christus. Und das war vor allen Dingen erkennbar an sehr kalten Wintern in Europa. Und hier haben wir als Beispiel mal ein Bild von Hendrik Aberkamp. Das ist ungefähr um das Jahr 1600 entstanden und es zeigt einen sehr kalten holländischen Winter. Und diese Abkühlphase, die ist auch etabliert in den Lehrbüchern der Klimatologie. Hier haben wir mal ein typisches Beispiel des Temperaturverlaufs aus dem Lehrbuch der letzten 10.000 Jahre. Das stammt hier von Professor Schönwiese aus einem Buch aus dem Jahr 1992. Und wir sehen den Temperaturverlauf eben der letzten 10.000 Jahre. Und wir sehen das Klimaoptimum des Holozän. Das war etwa vor 4.000 oder 5.000 Jahren. Da war es ein bisschen wärmer als heute. Wir sehen das Klimaoptimum der Römer, das mittelalterliche Klimaoptimum und auch die Abkühlphase der kleinen Eiszeit. Soweit, so gut. Jetzt gibt es aber neu ein Problem. Und zwar gibt es aus dem Jahr 2019, also vor ungefähr einem Jahr, eine neue Publikation und da sind diese Klimaschwankungen praktisch verschwunden. Und das ist diese Kurve hier. Wir sehen hier den Temperaturverlauf der letzten 2000 Jahre und die hellgraue unterlegte Kurve, das ist der Fehlerbalken und die schwarze Kurve, das ist der Mittelwert, also der wahrscheinlichste Wert. Und da sind alle diese Strukturen, die wir gerade in der Lehrbuchkurve gesehen haben, die sind verschwunden. Der Temperaturverlauf war praktisch flach. Es gibt kein Klimaoptimum der Römer, es gibt kein mittelalterliches Klimaoptimum und auch die kleine Eiszeit ist fast verschwunden. Es gibt nur ein schwaches Absenken dieser Kurve im Zeitbereich zwischen 1000 nach Christus bis etwa 1900. Ich habe mal versucht, das zu quantifizieren, um wie viel ist es denn kälter geworden nach diesen Daten hier. Und dazu habe ich diese beiden Graden hier eingezeigt. Die obere Grade ist der Mittelwert aus dem Zeitbereich zwischen 0 und 1000 nach Christus und die untere Kurve ist der Mittelwert in der kleinen Eiszeit und die weichen gerade mal um 0,27 Grad Celsius voneinander ab. Das heißt, ungefähr ein Drittelgrad Abkühlung, das wäre die kleine Eiszeit gewesen. Ja, ein Drittelgrad oder ein Viertelgrad, das ist ja kaum messbar mit einem normalen Thermometer. Das würde eigentlich bedeuten, dass es während der letzten 2000 Jahre so gut wie keine Temperaturschwankungen gegeben hat und wenn dann nur ganz minimale, dafür aber eben sehr stark hier die drastische Veränderung der menschengemachten Klimaerwärmung, denn die Kurve geht steil nach oben in den letzten Jahrzehnten bis hin zum Jahr 2000. Also hier in dieser Darstellung wirkt die menschengemachte Klimaerwärmung als eine ganz drastische Veränderung der langzeitigen Temperaturkurve. Ja, was ist denn nun richtig? Die althergebrachten Lehrbuchkurven oder ist das wirklich hier eine neue Erkenntnis und kommt der Wahrheit vielleicht viel näher? Und um das zu entscheiden, möchte ich nochmal genau die Eisbohrkerndaten anschauen. Diese Kurve habe ich schon mal gezeigt, das ist der Temperaturverlauf der letzten 400.000 Jahre und diese Daten der Erdvergangenheit, die stammen aus der Analyse von Eisbohrkernen. Und diese Kurve hat auch Al Gore in seinem berühmten Film eine unbequeme Wahrheit gezeigt. Und in diesem Film warnt er ja die Menschheit vor zu starken Treibhausgasemissionen und es bedeutet, dass diese Analyse des Temperaturverlaufs der Erdvergangenheit als besonders zuverlässig angesehen wird. Und diese Eisbohrkerndaten, die liefern auch Informationen über die letzten 2000 Jahre und jetzt können wir die mal vergleichen mit dieser erstaunlich flachen Kurve. Also, hier nochmal diese flache Kurve und jetzt zeichne ich mal das Ergebnis aus einem Eisbohrkern ein über denselben Zeitbereich. Wir sehen in der roten Kurve hier, das ist also ein grönländischer Eisbohrkern, nach dessen Datenlage hat die Temperatur auch in den letzten 2000 Jahren wild geschwankt. Ja, sieht man an der roten Kurve. Insbesondere ist die kleine Eiszeit hier deutlich erkennbar. Es ist gegenüber den ersten 1000 Jahren des Zeitbereichs eine deutliche Absenkung und einige der Jahre, das sind diese roten Peaks nach unten, einige Jahre waren sogar besonders kalt. Hier also ein Indiz dafür,
dass es doch ziemlich heftige Temperaturschwankungen in den letzten 2000 Jahren gegeben hat. Die beiden Kurven widersprechen sich. Diese eine Kurve aus einem Eisbohrkerndatensatz und diese flache Kurve hier aus dem neuen Nature-Papier. Was ist denn nun richtig? Ja, um das rauszufinden, habe ich mich erstmal näher damit beschäftigt, wie diese sehr flache Kurve zustande gekommen ist. Und es ist das Produkt einer Mittelung. Es ist nämlich sehr schwierig, die Temperatur vor Hunderten von Jahren herauszufinden, weil es damals ja noch gar keine Thermometer gab. Sondern man muss die Temperaturdaten aus indirekten Quellen erschließen. Also eine Quelle sind eben diese Eisbohrkerndaten, das sind Isotopenverhältnisse, die man dann irgendwie interpretieren muss. Und da gibt es auch historische Aufzeichnungen, wie etwa dieses Ölgemälde vom Anfang, aber da steht ja auch keine Temperatur dran. Aber wir haben zum Beispiel Aufzeichnungen von Ernteerträgen oder Aufzeichnungen von besonders kalten Wintern. Und diese Proxydaten aus historischen Aufzeichnungen, die kann man auswerten und dann die alle irgendwie mitteln und zu dieser Temperaturkurve zusammenbauen. Jetzt ist es so, wenn die Proxydaten sehr stark unterschiedlich sind, es sind ganz verschiedene Quellen und jede der Quellen, die hat einen Fehler. Es gibt einen Fehler in der Datierung, wann war das denn nun eigentlich genau? Und es gibt auch einen Fehler, wie ich jetzt einen Ernteertrag einer globalen mittleren Temperatur zuordnen kann. Also die Temperaturbestimmung ist auch fehlerhaft. Und je fehlerhafter diese Daten sind, umso mehr streuen sie gegeneinander. Und da kann es schon mal passieren, dass ein Temperaturoptimum des einen Datensatzes mit einem Temperaturminimum eines anderen Datensatzes zusammenfällt. Und wenn ich dann alle beide einfach mittle, dann kommt eine gerade Linie raus. Das muss allerdings meines Erachtens nicht bedeuten, dass es wirklich keine starken Temperaturänderungen gegeben hat, sondern es ist ein Anzeichen dafür, oder ein Indiz, dass es sehr schwierig ist, Temperaturen der längeren Erdvergangenheit überhaupt zu bestimmen. Gut, das ist die Erklärung erstmal für den flachen Verlauf dieser Kurve. Bei den Eisbohrkerndaten hier haben wir das Problem, dass dieser eine Eisbohrkern, es gibt mehrere, alleine in Grönland, dass der zwar wilde Schwankungen zeigt, dass aber ein anderer Eisbohrkern auch wilde Schwankungen zeigt, die stimmen aber nicht in jedem Punkt mit dieser Kurve überein. Also insgesamt kann man schließen, es ist relativ schwierig herauszufinden, was war denn nun wirklich die Temperatur? Und an dieser Stelle komme ich selber nicht weiter. Ich kann auch nicht sagen, was ist denn jetzt das Richtige. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt hinweisen, der hier an diesem Beispiel eigentlich ziemlich deutlich wird. Und zwar haben wir das Problem, dass die Klimatologie oder die Klimawissenschaft stark politisiert ist, weil die Klimaprognosen, die menschengemachte Klimaerwärmung, drastische Folgen haben könnte und es eigentlich gefordert ist, dass wir unsere ganze Gesellschaftsstruktur ummodulieren müssen. Also eine enorme politische Brisanz. Und das bedeutet, dass all diese Daten der Klimawissenschaft von politischen Gruppen instrumentalisiert werden. Und es gibt zum Beispiel zwei Extrempositionen. Die eine Extremposition, was die Klimaschwankungen der Vergangenheit angeht, die eine Extremposition möchte es gerne so darstellen, als wäre die Temperatur in der Erdvergangenheit immer konstant gewesen, also die Idee des natürlichen Gleichgewichtes. Und das Gleichgewicht hat der Mensch jetzt also gestört und dadurch schießt die Temperatur nach oben. Das ist also eine extreme Darstellung. Und dann will man natürlich, dass diese Temperatur möglichst wenig schwankt und die menschengemachte Erwärmung so enorm rauspiekt. Also eine Dramatisierung. Die Gegenposition sagt das Gegenteil. Sie sagt, es gab schon immer heftige Klimaschwankungen, so wie hier die rote Kurve gezeigt, und die menschengemachte Klimaerwärmung, die fällt da gar nicht weiter auf. Und das wäre so eine Art Verharmlosung der menschengemachten Klimaerwärmung. Also das sind zwei, ja, aus politischen Motivationen heraus, zwei Extrempositionen. Die Frage ist, was ist die Wahrheit? Meines Erachtens liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen. Es ist aber im Augenblick schwierig, das herauszubekommen. Wir haben da so einen ähnlichen Fall wie im Mittelalter mit der Frage, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Da war dieser berühmte Satz von Galileo Galilei, nämlich sie bewegt sich doch. Die ganze Menschheit glaubte damals mehr oder weniger, dass sich die Sonne um die Erde dreht, weil die Erde, das war jetzt so wichtig, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und so weiter. Ideologie. Und die Daten, die harten Daten zeigten aber, dass sich die Erde um die Sonne dreht, im Planetensystem, wie wir heute wissen. Aber damals war so eine Aussage so gefährlich, dass es sogar zu einem Todesurteil
kommen konnte. Das zeigt, wie stark Naturwissenschaft, so sehr sie sich um Objektivität bemüht, durch Ideologie doch immer wieder verzerrt wird. Und hier im Bereich der Klimatologie finde ich es persönlich schwierig herauszufinden, ja, ist es jetzt eher die eine Seite oder ist es die andere Seite? Was ist die absolute Wahrheit? Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt eine absolute Wahrheit. Wir sehen das an dem Beispiel mit der Erde. Die Erde dreht sich wirklich um die Sonne und nicht etwa die Sonne um die Erde. Es ist nicht beliebig. Beliebig ergibt sich nur, dieser Anschein von Beliebigkeit ergibt sich nur dadurch, dass politische Gruppierungen da aktiv eingreifen. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen an dieser Stelle, ob die rote wild fluktuierende Kurve oder diese sehr flache gemittelte Kurve, ob die der Wahrheit am nächsten kommen. Allerdings kann ich auf einen Punkt hinweisen. Seit ich vor etwa 15 Jahren mit Klimavorträgen und auch mit den großen Klimavorlesungen begonnen habe, da hat mich eine Sache, was die kleine Eiszeit betrifft, sehr beeindruckt. Und das sind diese Fotos. Hier ein Beispiel aus einem Alpental. Das ist der Steingletscher in der Nähe des Gotthards, und der Fotograf steht auf der einen Seite des Gletschertals und fotografiert auf die andere Seite herüber. Und wir sehen da eine weiße Trennlinie. Unten ist der Hang unterhalb dieser Linie eher grau, gesteinsmäßig, oberhalb ist er eher grün. Und diese Linie markiert die maximale Ausdehnung des Gletschers in der kleinen Eiszeit. Und um einen Größenvergleich zu haben, da steht eine Person am Ufer des Gletschersees, die ist rot eingekringelt. Das heißt, das sind riesige Dimensionen. Die Alpengletscher waren in der kleinen Eiszeit wirklich monströs groß geworden. So viel zur kleinen Eiszeit. Das nächste Mal möchte ich über das Jahr ohne Sommer reden. Es gab vor einigen hundert Jahren ein Jahr, da ist der Sommer ausgefallen und es hat sogar in der Schweiz im Juli geschneit. So viel für diesmal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.